Erstmals in der Geschichte des City Attack dürften auch die 4- bis 14-Jährigen den ersten Urban Dirt Run in Amstetten in Angriff nehmen. Der Sparkasse Junior Attic hat nicht nur das läuferische Talent der Kids in den Vordergrund gestellt, sondern auch Mut, Geschicklichkeit, Ausdauer und vor allem Spaß bei der Bewältigung der Hindernisse und bei der auf das Alter angepassten Laufstrecke. Ja, war wirklich schön zum Anschauen, überhaupt bei den ganz Kleinen. Da geht dann das Herz auf, wenn die da drüber hirschen über die Rutsche und so. Also wirklich toll, ja. Ohne großen sportlichen Vorkenntnissen konnten die Kinder Strecken von 400 bis 3000 Meter mit dem Ziel, ihre Geschicklichkeit und Ausdauer zu testen, zurücklegen. Ich trainiere recht regelmäßig Laufen, aber auf diesen Dirt Run habe ich mich nicht speziell vorbereitet. Gespickt war der Junior Attack mit spielerisch zu bewältigen Hindernissen. Da ging es für die älteren Dirtrunner sogar downhill direkt in die Ips. Das Rennen total super, top organisiert, das Rutschen hat sehr viel Spaß gemacht, kann ich nur empfehlen. Die Strecken waren super, es ist genial. Ich würde am liebsten nochmal rennen. Ja, ich kann auch nur zustimmen, es ist jedes einzige Hindernis ist einfach wirklich so lustig. Und immer dann, wenn man ins Ziel kommt, macht es immer jedem Spaß. Die Premiere des Sparkasse Junior Attacks hat Lust gemacht auf die nächste Ausgabe 2019. Ja, unbedingt nächstes Jahr beim Erwachsenenlauf bin ich auch am Start. Ja, natürlich.